So, das ist unser Fox Terrier Snoopy, als kleiner Welpe mit 10 Wochen. So lange haben wir ihn schon. Mittlerweile ist er 10 Jahre alt geworden und da juckt ihm wohl der Rücken im Garten. Ne? Da fühlt er sich sauwohl. Ne? Unser Grundstück ist offen, der büxt nicht aus. Am schlimmsten ist, wenn ein Nachbar, den er kennt, mal vorbeikommt, dann geht er mal raus auf die Straße, aber nicht, wenn ein Hund vorbeikommt oder irgendwas anderes ist, dann bleibt da am Grundstück. Na Snoopy, wo ist Amigo? Mit 9 Monaten haben wir ihn kastriert. Lauf mal, lauf. Deswegen verträgt er mit allem. Na lauf. Und da hinten nur der Rüde ist. Kommt der Amigo, lauf. Egal. Hier ist natürlich der Amigo ein super Freund. Jetzt kommt er erstmal hin. Die wackeln Schwänze müssen sich mal begrüßen. Oh, alleine klappt es immer am besten. Lauf, hopp. Ja, hier geht da eine Rostetreppe runter. Das machen ganz wenige Hunde. Ah, okay. Macht auch rauf und runter. So. So, wie gesagt, geht es immer ohne Leine. Da kann der Hund viel mehr erleben. Er schnuppert da und schnuppert hier. Und weil er vorbeigekommen ist, nicht? Und eine ganz andere Sache, wenn die Hunde in meiner Lappen nichts. Er hört eigentlich sehr gut. Die laufen sogar an der Hauptstraße auch ohne Leine, das zeige ich euch gleich. So, das hat er sich selbst angewöhnt, weil er ist immer am Tisch immer hochgegangen, hat am Tisch geguckt, das haben wir ihm verboten. Und jetzt macht er das so ein Stase, so bettelt er dann um Futter. Sieht lustig aus, ne? Da könnte ja mal was runterfallen, ne? Snoopy. Und Papier. So. So, komm her hier. Da kommen wir jetzt an. Hier bei Herrsche. Hauptstraße. Kopf hier. So. So, geh rüber. Kann er. Bleibt dann noch immer schön am Bürgersteig. No, Platz hier, Snoopy. Das ist eigentlich eine vielbefahrene Straße. Und dann oh, jetzt was hier, kommt gleich hier. Ein Auto. So, rüber, komm, hopp. Ja, ich. Gassi gehen gibt's Futter. Ich habe immer gedacht, er ist in einer Minute fertig. Jetzt habe ich es mal abgestoppt. Das dauert ungefähr 2 Minuten. Ne? Und das haben die Foxterrier, die haben ja immer von Haus aus eine Feder eingebaut. Immer hüppen sie da rum. Ne? So. Und mit Futter kann man ihn erziehen. Für Futter tut er alles. Ne? Ein kleiner Leckerbissen in der Tasche, der weicht einem nicht mehr von der Seite. Ne? So, snup, 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 snup. Er hat sich ganz schön an die Familie gewöhnt. Ne? Wenn wir abends schlafen gehen, da wartet er so lange oder Bärde sitzt einem vor einem, bis dass man schlafen gegangen ist. Er will die Familie zusammenhalten. Ne? Ja, das geht ab. Kein Gourmet, haut alles rein. Ne? Ruckzuck geht halt immer.
So, wird er noch schön ausgeleckt. Hat aber geschmeckt, hm?